Hallo zusammen. Heute mache ich mal ein Video zu euren Fragen, und zwar zu euren Fragen, wenn es darum geht, welche Kameraeinstellungen oder welche Geräte wir benutzen, gerade wenn wir uns aus der Seitbahn filmen an einen Abhang oder beim Fahrradfahren. Dann mal die Produkte der Firma Insta360, und die stelle ich in diesem Video vor. Also für unsere Standardaufnahmen verwenden wir ganz normale, ja, entweder die Dashcam im Auto oder dann die Actioncam oder das Handy. Aber für spezielle Aufnahmen haben wir ein besonderes Equipment, und zwar von der Firma Insta360, der Weltmarktführer, was die 360-Grad-Kameras angeht. Die Firma Insta hat zwei Produkte, die man insbesondere erwähnen kann oder erwähnenswert sind und die wir verwenden. Das ist einmal die Go 2, und da ist es die One X2. Das ist die 360-Grad-Kamera, und für die haben wir verschiedenes Equipment. Wenn man hier sieht, da haben wir einen Stab, da kann man das draufschreiben. Das zieht man dann aus. Ich schalte mal die Kamera ein. Und das Innovative an diesem Stab ist, ich halte das jetzt raus, filme mich mit 360 Grad. Die Ursi kann das jetzt auch filmen. Und ihr seht jetzt hier den Stab. Aber wenn man sich das Video anschaut, indem ich meinen Arm hochhalte, da sieht man dann keinen Stab. Das ist also der sogenannte unsichtbare Stab. Und den verwenden wir auch zum Beispiel, wenn wir mit Fahrrad fahren. Da haben wir hier noch einen Ständer, der kommt da unten dran. Dann wird das Ganze aufgestellt, und da fahren wir dann dran vorbei. So. So steht es im Prinzip relativ sicher. Es sei denn, dass gerade eine Windböe kommt. Und es ist uns passiert auf der Brücke in Avignon. Da hat eine Windböe die Kamera umgeworfen und hat die Kamera leicht beschädigt. Hier am Objektiv, das sieht man also ganz schlecht. Auch dafür die Firma Insta ein Produkt, nämlich hier diese Schutzhaube, die auch in meiner Zubehörtasche drinnen ist und die das Objektiv schützt, aber ich habe es nicht verwendet. Und das hat dazu geführt, dass die Linse einen kleinen Schaden hat, der nach unserem Urlaub behoben werden muss und behoben wird natürlich. Aber man kann sich also auch für solche Fälle, wenn es recht windig ist und wenn es gefährlich ist, schützen. Gleichzeitig ist dieses Teil auch natürlich wasserdicht, wobei ich die Insta, wenn ich sie ins Wasser halte, also diese One X2, wenn ich die ins Wasser halte, dann ist es auch problemlos ohne diesen zusätzlichen Schutz möglich. Auch die ist wasserdicht. So, die Ergebnisse der Insta und wie man dann diese 360-Grad-Bilder umwandelt in normale Ablauf, das habe ich ja schon mal in einem Video gezeigt, und das Video tun wir euch oben da, nee, oben da hier einblenden.
Jetzt habe ich aber noch eine Innovation, die ich euch unbedingt noch zeigen möchte. Das ist nämlich, dieser Stab ist ganz gut, aber er langt oftmals nicht aus. Und deswegen habe ich mir noch diesen Stab zugelegt. Und das Besondere daran ist, man kann diesen Stab bis zu 3 Meter ausfahren. Ich schalte mal die Kamera wieder ein. Und jetzt geht's raus. So, ich sitze jetzt hier und kann praktisch hier direkt über das Wohnzimmer drüber schauen. Und mit diesem Stab kann man auch eine gewisse Belastung durchführen, aber man kann ihn während der Fahrt nicht raushängen natürlich. Das ist auch bei 3 Meter, muss man schon ein bisschen Augenmerk drauf haben. Aber in der Seilbahn in Gibraltar haben wir diesen Stab verwendet, was der Ossi gar nicht so gefallen hat, denn er hat schon ziemlich weit rausgeschaut. So, das waren jetzt die Punkte zur Insta 360 Grad Kamera. Und jetzt kommen wir zum anderen Teil, nämlich zur Go 2. Also die Go 2 ist eine ganz normale Action-Kamera. Die kann man hier verbinden. Und man kann sie, hier ist ein Anschluss, da kann man sie also aufs Fahrrad oder auch auf einen Helm draufschrauben, ja, und dann kann man sie ganz normal beim Fahrradfahren verwenden. Aber was natürlich bei dieser Kamera noch viel besser ist, man kann hier dieses kleine Teil oder diese Kamera an sich herausnehmen und man kann sie sich an die Brust heften. Und so kann man dann irgendeine Action durchführen und hat immer im Auge praktisch die Kamera. Natürlich geht sie auch auf dem Helm drauf. Man kann sie auch hier reinstecken zum Beispiel und da lässt sie sich dann problemlos an einem Tisch oder sonst wo, hier nehmen wir mal das Handy, also so lässt sie sich dann überall problemlos befestigen. Darüber gibt es natürlich auch Fahrradhalterungen und alles Mögliche. Es ist also eine reine Action-Kamera, die in einer höheren Auflösung filmt als HD. Das heißt, man kann dann diese Aufnahmen sogar noch elektronisch reinzoomen. Und selbstverständlich kann man diese Kamera auch auf einen unsichtbaren Stab aufsaugen. Wenn man es ja hier rein tut, dann lässt es sich natürlich auch hier drauf machen. Und man kann sie dann auch mit so einem unsichtbaren Stab verwenden. Und das ganz Besondere, wie gesagt, an der Kamera ist, die Größe ist nämlich phänomenal. Hier habt ihr eine Zigarettenschachtel und hier habt ihr die Kamera dazu liegen. Und wie das funktioniert, dass ihr die einfach so an die Brust hin macht, das zeige ich euch jetzt. Da gibt es nämlich dieses Teil dazu. Moment, das ist nicht meine Goldkette. Das ist dieses Teil, das hängt man sich einfach um den Hals und da pappt man die Kamera hin. Und dann hängt es. Hält natürlich auch an jeden anderen Magneten. Das sind die Produkte, die das Besondere an den Filmen ausmachen. Natürlich neben einer Drohne, ganz klar. Aber oftmals kann man die Drohne nicht einsetzen, zum Beispiel im Naturschutzgebiet. Und da hilft dann so ein langer Stab ganz enorm. Die Firma Insta hat eine riesengroße Produktpalette, also es gibt dann auch Produkte, die man im Auto festmachen kann, am Auto, an der Windschutzscheibe, außen befestigen kann, aber das benutzen wir eher selten, deswegen habe ich es nicht vorgestellt. Das sind diese Dinge, die wir benutzen und ich verlinke alle zu diesem Hersteller, dann könnt ihr euch auf der Webseite selber umschauen, wenn euch etwas interessiert. Und könnt es euch besorgen. Und wenn ihr Rückfragen habt, dann schreibt mich einfach an. Und soweit hoffe ich, dass das Video interessant war, dass es Aufklärung gebracht hat und die Nachfragen, die an uns gestellt wurden, hiermit pauschal beantwortet sind. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da und der Ossi natürlich auch, die mich so fleißig gefilmt hat, dass sie das hier stehen. Ja, und ja, bis zum nächsten Mal.